Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Herr der Ringe Online. Ich bin's, der Black. Ja, die Welt da draußen ist kalt und voller Schnee im Moment. Bolzenil hat das Problem nicht. Die ist im warmen Isengard unten in der Höhle. Aber da will sie auch heute fliehen. Ich hoffe mal, dass das heute wird. Erst einmal müssen wir die Kriegsmaschine oben im Ring finden, die größte. Das werden wir tun, wenn wir schon ein bisschen was sabotieren können und gleichzeitig eine Ablenkung starten, das ist nämlich das ganze Ziel, dann werden wir das auch tun. So, jetzt muss ich nur mal gucken, wo ging es denn jetzt rauf? Schmieden, da. Okay, alles klar, den Weg nehmen wir. Also erst einmal wieder Richtung Ork-Höhlenmitte. Das können wir uns auch gleich mal holen. So, Schlumm, Tugend, Verteidigung, Schrifte, Verteidigung, Tugend, Erfahrungspunkte, natürlich. Ja, warum nicht? Nehme ich alles mit. Die Kleidung, ja, ich habe es immer noch nicht ausprobiert. Müssen wir bei Gelegenheit mal machen. Aber erstmal gehen wir ein bisschen sabotieren und so. Sabotieren ist was Schönes. Jo. So. Okay. Nun gut, wir sind fast da. Wir müssen da vorne rum, da vorne rein. Und so soll alles sein. Alles andere wäre gemein. Oh nein. So, die Frage ist, wo komme ich jetzt runter? Ich bin mir nicht sicher. Hier komme ich runter. Okay, ah ja, jetzt sehe ich ihn auch. Jetzt sehe ich den Weg auch. Menno, hättest du mir gleich sagen können. Also gehen wir runter, dann wir hinten wieder auf und dann raus. Und dann, wenn wir draußen waren, dann sabotieren wir. Und dann gehen wir rein und dann gehen wir wieder raus. Hoffentlich mit mehreren Leuten. Und machen Bumm und gehen ganz raus. Und dann gehen wir wieder rein. Nee, rein gehen wir eigentlich nicht mehr, hoffe ich. Eiferbipsch, das ist ja hinten hoch, also gerade durch hinten hoch und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Hallo? Ich kann hier nicht einfach so rumlaufen. Doch, ich kann. Ich darf. Ich habe Erlaubnis. Hallo? Jetzt lassen wir mal was machen. Dankeschön. Hopp. Tschüss. War schön mit dir. Nicht. So, also noch einmal. Runter, hinten rauf. Okay. Lalalala. Hallo Freunde. Ich muss hier mal kurz durch. Dankeschön. Was ist das hier eigentlich? Beschädigte Rüstung. Was? Ja, zum Glück kann ich die wegheilen. Ich heile meine Rüstung gleich nämlich mit. Nehme ich gleich mit. So rum ist richtig. Grammatikalisch korrekt. So, also hier hoch. Das ist aber auch ein Umweg, den wir hier gegangen sind. Vielleicht hätte ich es auch wirklich irgendwie über die Stege da hinten geschafft. Naja, hätte Fahrradkette. Wir gehen den Weg, der garantiert funktioniert, auch wenn er länger ist. So. Okay, soweit, so gut. Halt, hier abbiegen. Da. Gut, okay. Muss man ja immer mal kurz nachgucken. Klar, hier oben habe ich auch noch eine kleine Minimap. Die ist aber nicht so... Naja, ich würde sagen, übersichtlich. Wäre schön, wenn ich die noch ein bisschen raus und reinzoomen könnte. Dann würde ich die gerade, wenn ich hier auf dem Weg zu irgendwas bin, vielleicht ein bisschen rauszoomen, um etwas mehr Überblick zu haben. Aber so, naja, gut, wird die Map auch ab und zu mal genutzt. Schade ja auch nicht. Ist ja extra dafür eingebaut. Da geht's raus. Isengard. In Klammern Oberfläche. Im inneren Ring, sozusagen. Nicht nur sozusagen. Wir sind im inneren Ring. So, hier unten ist diese Belagerungsmaschine. Das heißt, wir nehmen diesen Weg. Wir bleiben gleich auf dem Weg. Wir könnten zwar wahrscheinlich zwischendurch abkürzen. Aber ihr kennt das ja, ne? Wir nehmen den Weg, der sicher funktioniert. Und damit sind wir auch in Sicherheit. Hallo, ich darf hier sein. Lass mich vorbei. So. Hier entlang. Dann halten wir ja eigentlich schon drauf zu, ne? Ja, genau. Wunderbar. Was will man mehr? Schluck aus der Glasflasche. Eine Glasflasche vor allem. Aus dem Glas. Das wollte ich jetzt mehr. Und ich hab's bekommen. Haha. So. Hier irgendwo. Kriegsmaschinen. Muss ich dafür hoch? Ich guck mal, ob ich dafür hoch muss. Gegebenenfalls. Tick-Tack, da ist Tack.
Hallo, Tak, kannst du mir mal helfen? Ich suche hier eine Kriegsmaschine zum Sabotieren. Ich meine, ja, du weißt schon, zum Freude haben. So, verstreut das Pulver. Hier, Tak, hier, siehst du das? Ich verstreue hier Pulver. Das muss hier hin. So, ihr verstreut ein wenig Barzpulver auf dem Boden, verstreut das Pulver in der Nähe der größten. Im Bau befinde ich eine Suchmaschine, Suchmaschine vor allem. Machen wir hier noch ein bisschen hin. Muss ich auch lohnen. Was ist das hier? Grüne Granat. Also, das versinkt dann oder hört auf, dann müssen wir das mal wegmachen. So, hier noch ein bisschen. Okay. Mit Tak haben wir alles. Hey, Tak! Was hattest du dort hinten verloren? Erkläre dich! Ich verstreue Schwarzpulver, Freundchen. Denn ich will diese Maschine in die Luft sprengen. Ist natürlich nur ein Witz, ne? Nee, nicht, dass du mir das glaubst, ne? Okay, machen wir mal richtig. Warum lungert ihr hier herum? Nun, mir gefällt eure Visage nicht. Macht endlich euren Mund auf. Tak sieht euch gierig an. Er ist sich sicher, dass er euch bei etwas Verdächtigem erwischt hat. Und er hat recht. Weshalb ihr durch ein Gespräch in Schach halten solltet. Ihr sagt ihm ärgerlich, es sei Morflaks Wille, dass ihr unbewacht in Isengard umhergehen könntet. Und wenn Sargutz Morflaks Wünsche in Frage stellen wolle, könne er jederzeit ein Treffen arrangieren. Tak's Gepolter verstummt augenblicklich. Erzählt ihm nichts hiervon. Es tut mir wirklich leid, ich wollte nichts Böses. Wirklich. Ihr braucht Morflak nicht damit zu belästigen. Natürlich nicht. So. So, also gehen wir erstmal zu Morflak. Und dann zu Baldgar. Also erstmal. Was haben wir denn hier wieder zu tun? Ich glaube, dass das hier unten ist, Wald hat Augen, dass es mich da raustreibt. Nö, so nicht. Merkwürdig. Na, gucken wir mal. Wir haben sicher das eine oder andere. Vielleicht soll ich auch einmal nochmal Essen klauen. Ist ja möglich. Lalalalalala. Du da. Essen klauen ist nämlich Morflaks Lieblingsessen. Und deswegen klauen wir nochmal Essen. Vielleicht hilft das ja. Vielleicht auch nicht. Vielleicht können wir das nicht mal. Aber das ist erstmal zweitens. So, nam 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 nam. Weiter geht's. Was ist denn eigentlich abgelaufen? Hakenvögel, Krallen. Hier heute und ein Pergament. Naja, gut. Hätte schlimmer kommen können. Ich gehe mal von aus, dass wir wieder hier rein können. Ins Torhaus. Und dass hier wieder irgendwo was zu futtern rumsteht. Lalalala. Weil ich weiß nicht, welchen Sinn das sonst hat, dass wir hier nochmal reingehen durften, aber na gut, irgendwelche Sinne hat es immer. So, hier kriege ich leider nichts ab, diesmal. Schade. Hätte ja klappen können, ne? Hätte ja klappen können. Hätte ich Morflak ein bisschen bestechen können und ein bisschen, im Fall, dass der blöde Tak da doch petzen ist, ne? Ihr wisst ja, wie das ist mit Bruder Tak. Ja. So. Na gut. Der Weg war umsonst, aber nicht ganz kostenlos. Denn andererseits ist Bolzeni jetzt viel fitter geworden, dadurch, dass er hier lang gelaufen ist. Jo, das macht so viel Sinn, dass das fast schon wieder Sinn macht. Wenn auch nicht viel. So, wir gehen also eben dann erstmal gleich links abbiegen. Können wir nicht direkt durch. Ich glaube, hier hinten irgendwo stand der Taki ja rum. Ne, Morflaki. Nicht Taki. Taki. Ne, ist da oben auf der Dinge, dann wird hoffentlich in die Luft gesprengt, sobald wir soweit sind. Sprecht mit Morflak oder mit Baldak. Jetzt wollte ich F5 Schnellspeichern machen. Morflak startet euch bevor ein Tak hat euch Probleme bereitet. Er weiß nicht, dass er zu mir gehört. Ich werde dafür sorgen, dass sich einer meiner Jungs um ihn kümmert. Keiner lässt Morflak über an Respekt fehlen. Genau so ist es. So, jetzt gehen wir rein. In der Hoffnung, dass das vielleicht den Takt ein bisschen mehr aufhält. Vielleicht haben wir jetzt dafür gesorgt, dass wir in der entkommenen Instanz, die wir vermutlich haben werden, jetzt nicht gegen Takt antreten müssen. Vielleicht auch nicht. Gut, wenn wir gegen ihn hätten kämpfen müssen. Mal eben gegen ihn gekämpft. Vielleicht kommt er auch extra. Das kann auch sein. Ich bin gespannt. Ich habe keine Ahnung. Schauen wir einfach mal.
In jedem Fall viel Rennerei, bevor wir wegrennen können. Naja, zählt ja nichts. Ist ja auch nicht so, als würden wir aus einer Kinderkrippe entkommen wollen. Nein, hier haben wir das Machtzentrum der Weisen Hand. Und das ist gemeinhin bekannt. Weil wir streuen überall hin den ganzen Sand. Irgendwie sollte sich das ja reimen, ne? Also eigentlich sollte es sich nicht reimen, aber es klingt halt besser, wenn es sich reimt. Macht euch selber einen Reim auf den Unsinn, den ich erzähle. So. Gut, wir sind gleich da, müssen dann zu Baldak wieder in die, ihr wisst schon wohin. In die, naja, ins Gefängnis. Und dann schauen wir weiter. War doch Gefängnis, ne? Jawohl, war Gefängnis. Also, wir können es diesmal probieren, bevor wir den ganzen langen Umweg nehmen, ob wir vielleicht doch irgendwie, irgendwo, irgendwann hier hinten durchkommen. Und nebenbei noch den ein oder anderen Uruk aus dem Weg räumen. Ja, sage ich ja, Uruk. So. Anspritzen, gleich nochmal anfassen. Ja, hat der Stein schon erledigt, na gut. So. Nee, ich habe mir überlegt, ich lasse das. Ist vielleicht nicht so die günstigste und schlauste Idee. Deswegen gehen wir doch hier runter. Ja. Hallo. Ja. Wollte zuerst gucken hier nochmal, aber wir sind eh noch viel zu hoch. Also weiter. Ja. Zählt nichts. Weg zurück. Ah, da sind wir ja bei Baldak und dann soll es eigentlich losgehen. Aus der Lage flüchten. Ihr müsst von hier verschwinden. Es ist sehr gefährlich, die Urukai und ihrem Heim zu bekämpfen. Plus 50% Laufgeschwindigkeit. Ja. Also jedes Mal, wenn ich so einen mürrischen Uruk... Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Ich muss so einen Uruk besiegen, dann bin ich ein bisschen schneller. Toll. Schön zu wissen. Aha. Mein kleines Schweinchen... Ach, mein Schweinchen wollte ich doch hier verstecken. Nochmal ein Schwein gehabt. Immer noch. Hier, komm. Kann ich noch schneller? Ich will schneller. So, tschüss. Ja. So war das natürlich absolut geplant von mir. Bessere Pläne als meine gibt es nicht. Denn so kommen wir ganz schnell hier runter. So. Ja, ja, ich und meine Pläne. So. Und gehen wieder hier drauf. So. Okay. Wunderbar. So, da ist noch so ein mürrischer Uruk. Ich guck mal, ob ich dem aus dem Weg gehen kann. Ah, sieht ganz gut aus. Da sind wir ja auch fast da. Hat ja auch lang genug gedauert. Guck mal, hier ist ein Mitgefangener. Bestimmt ein Mini-Ork. Oder Hobbit? Ich weiß es nicht. Hey, wo lässt du hin? Da hoch. So. So. Okay. Einmal hier runter. Ja, jetzt sind wir richtig. Jetzt kann uns nichts mehr aufhalten. Außer Saruman und seine Schergen. Ne, das ist immer noch der Fall. Mist. Na gut. Na dann mal los. Hallo, Baldak. Gut. Ihr habt getan, worum ich euch gebeten habe? Gut. Ich hoffe, das Entzünden des Schwarzpulters wird die nötige Ablenkung liefern wird. Damit wir fliehen können. Das wäre auch schön. Das hoffe ich grundsätzlich auch. Es ist an der Zeit, dass wir diesen Ort verlassen. Ja, finde ich auch. Es macht keinen Sinn, noch länger zu warten. Ja, wir sollten fliehen, Bolzengel. Es ist Zeit, aus diesem Ort zu fliehen. Sprecht mit mir, wenn ihr bereit seid. Und ich bin immer bereit. In der nächsten Folge. Ja, das wird mal eine kurze, aber ja, ihr seht ja, ne, wäre ja Blödsinn, jetzt hier nochmal eine Instanz anzufangen. Ich weiß nicht, wie lange das geht. Also entschuldigt bitte, heute mal nur 15 Minuten, was ja eigentlich früher die Standardzeit war. Insofern alles gut. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal, bis denne. Tschüss.